Hey zusammen, ich war gerade draußen beim Spazieren und beim Fotografieren bei Nacht und da kamen mir ein paar Gedanken zum Thema Sonnensterne bei Nacht und Nachtfotografie im Allgemeinen und die wollte ich kurz mit euch teilen. Allgemein zum Thema Nachtfotografie. Wichtig ist, dass du eine Idee hast, das Stativ dabei hast und daher überlegst, mit welchen Einstellungen du das fotografieren musst wahrscheinlich. Ich zeige euch mal hier kurz meine Versuche. Zunächst sieht man hier, wie alles erstmal schwarz ist, das ist erstmal ohne besondere Einstellung einfach ein Foto geschossen. Hier ist auch noch die Stabilisierung an. Wichtiger Tipp: Bei Langzeitbelichtungen auf dem Stativ den Bildstabilisator ausschalten. Dann geht es weiter. Ich habe dann langsam versucht, mich ranzutasten. Es sind hier immer wieder Autos durchgefahren. Das sind diese Schlieren bei Langzeitbelichtungen. Ich musste außerdem darauf achten, dass das Stativ nicht umkippt. Und ein weiteres Problem war noch, dass der Autofokus nicht immer funktioniert hat. Ich habe speziell oben mal hin fotografiert auf das Dach. Das ja, hat nicht so geklappt, weshalb ich manuell vorfokussiert habe oder manuell fokussiert habe und dann im Endeffekt immer weiter meine Einstellung eingepasst habe. Hier sieht man zum Beispiel Blende 4, 20 Sekunden Belichtungszeit, ISO 400. Mir ist dann aufgefallen, dass dann das Gitter nicht wirklich scharf wurde. Auch weil ich mein Stativ auf dem Gras gestellt hatte. Dementsprechend musste ich da jetzt irgendwie gegenwirken. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mit der Belichtungszeit runter, muss mit dem ISO-Wert nach oben oder mit der Blende nach unten. Und ja, ich zeige mal, wie das Endresultat aussieht. So, das Bild ist noch nicht weiter bearbeitet, groß. Nur kleine Basisanpassungen, ein bisschen am Weißabgleich geschraubt. Und hier habe ich jetzt 8 Sekunden Belichtungszeit genommen. Blende 4, ISO 400. Und hier sieht man auch, das Gitter ist scharf geworden. Hier sind ein paar Menschen, die kann man dann auch rausretuschieren. Und dann werde ich noch hier das Eck wegschneiden, einfach aufgrund von Symmetrie. So viel zu diesem. Allgemein zum Thema Langzeitbelichtung ist wichtig, dass der Untergrund stabil ist, dass das Stativ stabil steht, dass das Stativ stabil ist. Außerdem solltet ihr, wenn ihr ein Objektiv oder eine Kamera mit Bildstabilisator habt, diesen ausschalten auf dem Stativ, sonst kann es sein, dass die Kamera versucht, etwas zu korrigieren, was gar nicht korrigiert werden muss. Und da hat man Schlieren drin, die man eigentlich nicht gar nicht da war. Und jetzt komme ich noch gleich noch dazu, wo ich da einen stabilen Untergrund hatte. Bei dem ersten Bild von dem Gebäude hatte ich den eben nicht. Und zwar hier sieht man das Gebäude. Das ist die Rückseite vom Gebäude, das ich zuerst fotografiert hatte. Und das Bild, also man kann sich vorstellen, die Umgebung war schwarz. Demzufolge bin ich dann auf Belichtungszeiten gegangen, die ich euch gleich mal zeige, von 30 Sekunden Belichtungszeit. Und das Problem war dann, wo habe ich es? Das Problem war dann, das Licht links hier. Das Licht, das ihr gerade hier links sehen könnt. Also musste ich irgendwie dieses Licht in den Griff bekommen. Nun ist es ja im Endeffekt das gleiche wie eine Sonne. Und wenn man quasi abblendet, also von Blende 2.8 zum Beispiel auf Blende 4, 5, 6, Blende 8, dann entsteht ein Sonnenstern und Licht wird rausgenommen. Es hat damit zu tun, wie das Licht an den Blendenlamellen gebrochen wird. Und genau das habe ich gemacht. Ich bin hier mal auf Blende 8 und dann sieht man schon, es ist wesentlich besser unter Kontrolle, ich habe das wesentlich besser unter Kontrolle bekommen. Habe dann auch für mich festgestellt, dass bei Blende 5, 6 es auch schon ganz okay ist, weshalb das wahrscheinlich so eins meine Endbilder sein wird, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Also ich habe jetzt hier noch nichts weiter bearbeitet, ich werde hier noch Anpassungen vornehmen. Aber im Großen und Ganzen denke ich doch, dass ich das so ganz gut unter Kontrolle bekommen habe. Ich hätte jetzt natürlich noch auf Blende 8, Blende 11 gehen können, aber ihr seht es hier vielleicht schon, die ISO ist auf 800, das heißt, ich würde mehr Rauschen ins Bild bekommen und momentan ist es eigentlich noch ganz gut unter Kontrolle, sage ich mal. Dafür, dass es wirklich finster war. Oder aber längere Belichtung, aber ich hatte keinen Fernauslöser dabei. Und wenn man halt bei einer Langzeitbelichtung die Kamera drückt, unterschiedlich festdrückt, lockerer, fester drückt, dann bringt man wieder Wackler rein. Ja, das war es eigentlich schon. Meine Gedanken zum Thema Sonnensterne bei Nacht, Langzeitbelichtung. Ich hoffe, es war interessant und ich konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, was auch immer. Ciao.